Kannst du aufstehen? Ich versuch's. Bitte tut mir nichts. Beruhigt euch. Wir gehören nicht zu denen. Seid ihr von hier? Ja. Lass die Fackel nicht fallen. Wir können diese Wand hochklettern, aber ich brauche freie Hände. Muss sein. Unglaublich, dass wir die Fackel zurücklassen. Drecksviecher! Was machen wir? Nehmen wir einen Stock. Der brennt schnell ab. Wir wählen den direkten Weg. Ja, sehr direkt, bitte. Lukas, wenn die Nacht anbricht. Ja, dann kann sie nichts mehr aufhalten. Wir müssen weiter nach oben. Das Feuer hält. Vorerst. Vorerst. Gut, noch ein Feuerbecken. Wir können es schaffen. Wir schaffen es. Eine Leiter. Das Licht reicht nicht bis zur Leiter. Das Schloss an der Kette wird schwach. Ich sehe es. Schnell! Die Höhe ist schon besser. Ich muss kurz durchatmen. Dann atme schnell. Ich weiß nicht, wie lange wir haben. Wirklich? Ein Balken? Es geht nur so. Gut. Ganz ruhig. Na dann? Nichts überstürzen. Ah! Lukas! Ich wusste es. Geht es dir gut? Nein, ich bin umzingelt. Die Leiter. Kletter hoch, schnell. Ja, das musste natürlich.
passieren. Ich brauche Hilfe. Sie sind hinter mir her. Bleib ruhig. Noch ist alles gut. Ja, noch. Du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Ist ein Feuerbecken. Zündest du es an? Erledigt! Danke. Ich versuche, dich zu erreichen. Ich komme nur mit einem Stock rüber. In Ordnung. Sei schnell, sei mutig und fall nicht mehr runter. Du schaffst das. Keine Panik. Dafür ist es zu spät. Das war schrecklich. Danke. Du raubst mir noch den letzten Nerv. Gehen wir weiter. Wir kommen dem Sonnenlicht näher. Ob wir in der Nähe des Turms rauskommen? Ich kann es kaum erwarten, Magister Rodos Plan zu erfahren. Der Plan ist hoffentlich verdammt gut. Ist er sicher? Oh nein! Schon wieder runter? Oh ja. Machst du Witze? Nein. Und Hugos Zustand wird mit jeder verschwendeten Sekunde schlechter. Deine Mutter ist bei ihm. Es geht ihm gut. Keine Ratten? Nein, aber sie waren vor kurzem hier. Schau dir die Leichen an. Noch warm. Sie sind in der Nähe. Vorsicht. Was ist das? Schienen in der Wand. Ein Aufzug. Das könnte ein Weg hinaus sein. Dieser Geruch. Den kenne ich. Das ist Schwefel. Eine Schmiede. Eine Kurbel. Mal sehen, was sie bewirkt. Ich brauche dich hier. Klar. Oh, wow. Nein, da, die Plattform, das Feuerbecken. Das Licht müsste für den ganzen Raum reichen. Und wie zünden wir es an? Keine Ahnung. Salpeter, Schwefel, Alkohol, was wir so finden können. Na gut, die Zimmer sind ja jetzt offen. Vielleicht finden wir was. Fleischvorräte. Wir brauchen ein Konservierungsmittel, wie Alkohol. Vielleicht in der Truhe? Alles klar. Lenken wir erst diese Ratten ab. Nee.
nicht fallen. Danke, Lukas. Nicht genügen. Das werden Sie mögen. Ekelhaft. Sieht sicher aus. Gut, dann ab zur Truhe. Als ob Sie seit Millionen von Jahren nichts gefressen hätten. Und? Was ist drin? Alkoholflaschen. Ja. Das ist gut, sehr gut. Komm zurück. Alles klar. Wir brauchen ein zweites Element. Dann stellen wir Ignifer her. Weißt du noch? Ignifer. Hatte ich schon vergessen. Sehen wir im anderen Raum nach. Das ist Schwefel, oder? Ja, auf den Brettern liegt ein wenig. Da oben in der Truhe könnte noch mehr sein. Frischer Schwefel wäre perfekt. Ab nach oben. Eine Kurbel. Da ist ein Aufzug. Geht's dir gut? Ja, selten so einen Spaß gehabt. Natürlich, er bleibt nicht oben. Kann ich helfen? Gute Idee. Wir müssen hochklettern und die Truhe erreichen. Ich kann nicht, Amicia. Ich war schon besorgt. Du musst dich darum kümmern. Lass es bleiben. Sofort. Schaffst du das, Lukas? Natürlich. Zeit. Auf dein Zeichen!
Wenn wir den Karren haben, kannst du vielleicht... Du kannst aufhören. Klar doch. Los, schneller! Ich mache mir Sorgen um Hugo. Der Turm ist nicht mehr weit. Sobald wir Vaudor finden... Wir wissen nicht einmal, ob er da drin ist. Und die ganzen Ratten und Söldner... Hey, eins nach dem anderen. Ja. Gut. Und? Was gefunden? Du hattest recht. Es ist Schwefel. Ja, das ist eine gute Nachricht. Gut. Wir haben Schwefel und Alkohol. Das ist eine der besten Kombinationen für Ignifer. Hochreaktiv. Misch sie. Ignifer. Einfach großartig. Ein Lebensretter. Fertig. Schieß es mit der Schleuder auf die Feuerbecken und hoff, dass es klappt. Das war in der Tat hochreaktiv. Danke, Lukas. Das Ignifer wird noch sehr nützlich sein. Versuchen wir, die Plattform zu senken. Da waren doch noch mehr Kurbeln. Sehen wir uns um. Da sind unsere Kurbeln. Oben, unter dem Gewölbe. Ja, versuchen wir es. Was jetzt? Käfige. Sie hatten hier noch andere Tiere. Was soll's? Bringen wir Licht ins Dunkel. Noch Ratten. Dieser Tontopf. Er könnte den Effekt eines Ignifers verstärken, der beim Aufprall ausgelöst. Wir brauchen Licht, um die Ratten zu durchqueren. Fertig. Wirf ihn, um ein kurzes Feuer zu erzeugen. Wenn wir schnell machen, kommen wir durch. Jetzt! Ja, los! Die Idee war großartig. Kinderspiel. Man braucht nur einen Topf. Lukas, ich brauche deine Hilfe. Sofort. Ah, unmöglich! Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Das ist es, Amicia! Hoffentlich!
Hätte ich gewusst, dass wir eine eigene Zirkusnummer bekommen? Hätte ich gewusst, dass die Welt wieder in sich zusammenbricht? Wahrscheinlich Wein für die Zuschauer in der Arena. Manches ändert sich nie.